sieht irgendwie komisch aus. Und ich sehe da nichts, außer ganz, ganz hell. Oh, es gibt auch eine Anzeige für Luft. Gute Idee. Ein kleiner Stein. Ein kleiner Stein. Was haben wir noch so? Wir haben da einen Fisch. Können wir dich aufspießen? Warte mal. Wir können telekinetisieren. Also werde ich damit nicht angreifen, sondern ich werde den Speer einfach so nehmen. Ich werde damit einfach einen Fisch aufspießen. Zack. Oh, geht nicht. Schade. Das wäre noch sehr schön. Aber gut. So. Eins. Vielleicht kann ich auch nicht im Wasser das machen. Nee, ich kann im Wasser nicht angreifen. Ha. Okay. Also müssen wir an Land stehen, da Fische sehen. Und dann sie mit dem Speer treffen. Schade. Ist hier irgendwas unter Wasser? Wir können ganz schön tief tauchen. Nö. Ah, da ist der Boden. Aber es sind nur Steine und... Was zur Hölle ist das da? Das kommt erstmal mit. So, sieht komisch aus. Steine. Uns wird kalt. Ja, wir sind noch ziemlich tief unter Wasser. Korallen. Und Gras. Ja, komm, schnell hoch, bevor wir trinken. Das wäre nicht so schön. Hoch, 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 hoch. Und Speer wegstecken. So. Ja. Weiter nach rechts, auch wenn es aussieht, als wenn hier wirklich nur Meer wäre. Okay, die Übergänge von Räumen zu Räumen sind noch nicht ganz so flüssig. Du kannst mal weg. Also wir tauchen einfach genau auf einer Höhe auf und dann fallen wir runter. Das ist nicht ganz so schön gelöst ist. Aber hey, wie gesagt, ist ein Alpha-Spiel, das ist absolut kein Problem. Ah, ein Hai! Hai, 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 hai. Oh. Und auch, dass sie alle gleichzeitig sich bewegen am Anfang und so, aber ne, Kleinigkeiten, wie gesagt. Und es gibt Haie. Das heißt schon mal, ich werde nicht mehr so viel in diese Richtung erforschen. Ich gehe erstmal zurück zu meiner Basis quasi, lade die Bandagen ab, die ganzen Steine, was auch immer das da ist. Muss ich mir gleich an der Hand mal angucken. Und Shell. Essen wird wieder ein Problem. Aber wir können uns ja mal an Land stellen und hoffen, dass wir von da aus irgendwas mit dem Speer erwischen. Also hier. Wir müssen warten, bis ein Fisch rankommt. Oder die irgendwie ködern. Aber wir haben keine Köder. Wir hätten Tomate vielleicht reinschmeißen können, aber ich weiß nicht, welche Fische Tomaten essen würden. Also ja, lassen wir das erstmal. Hops, hops. Dich kann ich echt nicht irgendwie mitnehmen. Ich hab's gerade rübergeworfen. Ah, schade. Das ist auch nicht so schön gelöst. Also wenn man Sachen außerhalb des Bildschirms wirft, sind sie nicht mehr auf der Karte rechts, aber auch nicht auf der neuen Karte, wo ich es hingeworfen habe. Aber diese Persistenz oder wie auch immer man das nennt, wird man bestimmt noch einfügen können. Oh, nicht gegen die Explosionskiste, irgendwas. Okay. Genau, die bewahren wir zu später auf. Wir wollen jetzt erstmal noch mehr Zeug in unsere Basis bringen. Toolbait. Du dienst momentan als Zunderplatz. 1, 2 Gras. Achso, der Rest liegt hier unten. Zack. So. Okay. Zurück zur Feuerstelle. Oh, wir haben Durst. Stopp, 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 stopp. Wir hätten gerne den Eimer. Den nehmen wir jetzt mit zum Wasserfall und versuchen irgendwas zu bauen, dass wir den Eimer drunter aufstellen können. Momentan ist sinnigerweise unter dem Wasserfall ja... So, Rechtsklick nutzen, trinken. Sinnigerweise ist unter dem Wasserfall momentan ja Wasser. Also wir bräuchten eine von diesen Planken, um da vielleicht so eine Art Mini-Brücke zu bauen oder dergleichen. Aber passt du da oben hin? Ah, ah. Ja, sehr schön. So, vorsichtig da rausziehen. Ich hoffe, die Explosionskiste macht das mit. Jo. So. Bei deinem Floß sah man, wir hatten diesen Stamm, dann irgend so einen Knubbel und noch einen Stamm. Ich denke, der Knubbel wird aus Seilen gemacht worden sein. Können wir also noch nicht herstellen. Aber vielleicht später.
So, genau das meinte ich hier. Hier hätte ich jetzt gerne... war ganz schön viel. Können wir einen Floß? Nee. Der Wasserfall drückt sogar das Holz runter. Das ist so schön gemacht. Ah ja. Du? Dahin. Wir können ja auch nicht am Land festmachen, weil wir auch keine Seile oder so haben. Das muss wirklich für später warten. Schade, aber gut, wir können den Eimer hier hinstellen. Wenn wir Durst haben und das Ding leer ist, können wir einfach kurz mal das da drunter halten, dann ist gut. Außerdem müsste das Wasser hier, wenn es keinen direkten Zugang zum Meer hat, auch Trinkwasser sein. Und ich sehe gerade da... Oh, 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 was war das? Ich sehe gerade da unten ist ein Fisch. Speer raus? Ah, daneben. Können wir euch fischen? Nee. Okay, nächster Versuch. Fisch. Nein. Das Zielen ist noch ein wenig schwierig. Weil wie ihr gesehen habt, ich habe das eine Mal auf den Fisch hier unten gezielt. Das war dann zu kurz. Und da auch zu kurz. Also müssen wir die Flugbahn vielleicht mit einem rechnen. Das heißt, wenn ich den treffen will, muss ich hier hinzielen. Eins. Ah, fast. Und ich sollte mir abgewöhnen, dass ich hinterherlaufe. Wir sind ein höheres Wesen, das Kraft seiner Gedanken Gegenstände bewegen kann. Wir müssen nicht einem Stock hinterherlaufen. So. Oh. Und der Stock kommt nicht wirklich weit ins Wasser rein. Oh. Vielleicht, weil es einfach nur ein Holzstock ist. Das könnte echt sein. Hm, wir probieren mal, einen scharfen Stock mit einem Stein zu kombinieren. Geschärfter Longstick. Nein. Warte mal. Banana Tree Longstick. Banana Tree Longstick. Sharpened Longstick. Heißt immer noch Banana Tree Longstick. Das sind beides jetzt geschärfte Speere. Wollte ich aber gar nicht. Ich wollte einen geschärften Stein. Ich würde gerne einen Stein mit einem Stiel kombinieren, um einen Steinspeer zu bekommen. Und nicht einen geschärften Stock. Ha. Banana Tree Longstick. Warte mal. Oh, du musst da rein. So. Flint, nein. Sharpened. Crude Pick müssen wir eh herstellen. Ja gut, so. Du bist Slot Nummer... Stopp. Slot Nummer 1. Slot Nummer 3 ist immer das Glühwürmchen, das hungrig ist. Das lassen wir mal raus. Was passiert mit dir, wenn ich unter Wasser halte? Du wirst runtergedrückt. Okay, das ist gemein. Aber ich muss ja testen. Ich bin ja Wissenschaftler und so. Gras sollte alles etwas außerhalb von der Feuerstelle deponiert werden. Zack, zack. Zack, zack. Ja, sehr schön soweit. Oh, du solltest nicht unbedingt verbrannt werden, oder? Nee, komm. Husch, ins Wasser. Die Speere kommt einer von mit. Andere kann verbrannt werden. Und wir haben Hunger. Wir brauchen echt ordentlichen Speer oder eine andere Waffe. Ich könnte mit einer Axt versuchen, auf die Fische loszugehen. Aber ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht. Zumal die ja auch im Wasser sind und ich im Wasser nicht angreifen kann. So. Nee. Nee. Müsste ich hier stehen. Und da kommt das einfach nicht hin. Na gut, nächster Versuch. Wo ist Fisch? Da ganz hinten. Ich glaube, so weit kann ich nicht ordentlich werfen. Zack. Ich bin schon wieder hinterher gelaufen. Nee, nee, nee. So wird das erstmal nichts. Wir lassen jetzt den restlichen Krimskrams hier. Und erforschen erstmal weiter die Insel. Für das Nötigste haben wir gesorgt. Wir haben eine Feuerstelle, wir haben Wasser. Wir wollten noch unsere Bandagen hier lassen. Ein bisschen Feuerholz. Und das Ding da, was keinen Namen hat im Tooltip. Rechtsklicken. Essen? Oh, das sind Rationen. Sehr schön, die nehmen wir natürlich gleich zu uns. So, raus hier. Und Höhlenausgang. Okay, also wir haben die Höhle als Zentrum von unserer Basis quasi. Wir haben rechts davon das Meer. Links davon wahrscheinlich auch irgendwo das Meer. Mal gucken, wie viel Platz wir haben und wie groß die Insel überhaupt ist. So, und wir können mal... Das ist die Pickaxe, richtig? Genau, Crude Pick. Können wir ein paar Steine zerklopfen. Was ziemlich lange dauert. Wir müssen aber auch bedenken, dass wir eigentlich nur einen Holzstock haben und da zwei Steine rangebappt.
Und damit hauen wir jetzt immer und immer und immer wieder auf einen großen Stein ein, so lange bis der auseinanderbricht. Das kann man ja gerne mal in Real Life ausprobieren, wie lange sowas dauert. Ich denke mal eher, dass der Griff immer wieder abbrechen würde. Oh, was haben wir da? Lehm. Beschädigt. Oh. Okay, vielleicht hängt es davon ab, wie gut unser Werkzeug ist, ob die Sachen dann beschädigt werden oder nicht. Oh, nicht weiter draufschlagen. So. Also Lehm kommt schon mal mit, das scheint wichtig zu sein. Kohle. Also können wir wahrscheinlich auch bald Sachen einschmelzen. Noch mehr Kohle. Steine, 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 Steine. Können wir auch mal 2, 3 mitnehmen. Die braucht man ja doch häufiger. So. So. Also können wir die Steine alle zerklopfen, um an Kohle und Lehm ranzukommen. Und hier ist noch so ein größerer Stamm, der im Boden feststeckt. Rausgerissen, sehr schön. Flupp, du kommst später mit. Für unsere Wohnung. Oh. Ich weiß nicht, ob es Fallschaden gibt. Und mir wird kalt. Ja, ist okay. Oh, Hühnchen. Hühnchen, komm her. Nee. Okay, ich will nicht dich aus der Karte rauslocken, aus Versehen. Komm mal hierher. Wir können auch ein Feuer anzünden, das Hühnchen so treiben. Aber nee. Hühnchen ist abgehauen. Mist, okay. Vielleicht im nächsten Kartenabschnitt? Was ist das? Bean Plant grows beans. Oh, und da ist eine Krabbe. Komm schon, ich will lieber was treffen. Haha, getroffen, aber fast keinen Schaden gemacht. Pieks? Oh, warte mal, ich kann dich rumschubsen. Kann ich dich auch telekinetisieren? Nein. Also Lebewesen außer die Glühwürmchen können wohl nicht bewegen. Zack. Und kaputt. Sehr schön. Du da rein. Und dich zerlegen wir jetzt im Toolbait. Und da kriegen wir raus. Beine, Beine, Fleisch und den Panzer. Das ist jetzt alles hier drin. So, Fleisch ist sehr wichtig, das kommt mit. Shell könnte auch wichtig sein, weiß ich nicht. Habe ich noch keinen Nutzen für gefunden. Und Beine, glaube ich, eher weniger. Die lassen wir einfach hier rumliegen. So, die Pflanze lassen wir auf jeden Fall da drin stehen. Ich will nicht riskieren, dass die irgendwie rausgerissen wird und nicht wieder anpflanzbar ist. Und so kriegen wir ja nach und nach Bohnen, wenn ich es richtig verstanden habe. Oh, was haben wir da? Eine Bohne, würde ich sagen. Leider noch kein Tooltip. Oh, ein paar mehr Bohnen. Wo sind da Stacheln? Hm, also Gras kann man wieder anpflanzen. Wir sind ganz schön... Oh, noch mehr Krebse. Aber die axten wir jetzt. So, kaputt. Oh, wir haben eine offene Wunde. Wurden gepikst von denen. Na gut, dafür nehmen wir die auseinander. Und dann können wir mal gucken, ob wir das Fleisch auch braten können. So, da haben wir Fleisch. Und da haben wir nochmal Fleisch, auch wenn die Portionen sehr mager aussehen. Ich weiß nicht, ob die diesen großen Jungen hier vollkriegen. Noch eine Option, die ich ganz gerne hätte, wäre das Toolbelt auszukippen. Oder auch den Rucksack auszukippen. Um halt schneller Sachen ablagern zu können. So. Und nochmal kurz weiter stöbern. Allzu lange werde ich jetzt aber auch erstmal nicht machen. Es soll... Oh, was bist du denn? Beehive. Sehr vorsichtig beim Bewegen. Und Kartoffeln. Also Kartoffeln, die man werfen könnte und ein Bienenstock. Das ist eine schlechte Kombination. Aber ja, allzu weit wollte ich erstmal nicht spielen. Denn die ersten 2 Videos hier sollten nur ein Einblick daran sein, wie das Spiel so ist, wie es funktioniert, wie sehr es mir gefällt, was es sehr, sehr gut tut. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr es vielleicht selber spielen wollt und euch nicht von mir spoilern lassen wollt oder ob ihr bei mir weiterguckt oder was auch immer. Gras. Shortstick. Nee. Also ich denke, da könnten wir später Honig rausbekommen. Oh, was zu essen. Tomate. Du wirst gleich gefuttert. Njam, 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 njam. Und die Wunde. Ich weiß nicht, ob die Wunden sich verschlimmern. Und hey, hier sind ganz schön viele Tomaten. Wir könnten Tomatensoße mit Krabbenfleisch machen. Wobei ich nicht weiß, ob man kochen kann. Wir könnten... Oh, Tag 4. Es gibt sogar ein richtiges Tagebuch. Log. Oh, Tag 1. Ein Sturm kommt.
Diese Steine sehen unstabil aus. Die Nacht rückt näher, ich sollte einen Zufluchtsort suchen. Ah, das sind die Hints, die mir ab und zu gezeigt wurden. Aber sehr schön. Dass man auch so ungefähr ein Gefühl dafür hat, wie lange man schon auf der Insel ist. Und hier sind sehr viele Tomaten, die kommen alle mit, die lagern wir alle zu Hause. Oh. Ich muss mich dran gewöhnen, dass die Sachen nicht da abgelegt werden, wo mein Mauscursor ist, sondern da, wo der Gegenstand ist. Flint. Würde ich gerne noch ein Backup dabei haben, zum Rumexperimentieren. Nee, passt nicht mehr. Da passt er noch, okay. So. Wow, 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 okay. Noch mehr Planken, noch mehr Flint, da passen wir nicht durch. Okay. Das ist ein Problem. Vielleicht kann man sich hier irgendwie duken. Aber das weiß ich noch nicht. Aber gut, wie gesagt, für den ersten Einblick soll es wohl erstmal reichen. Ich hoffe, euch hat das soweit gefallen. Ich finde das Spiel auf jeden Fall sehr stimmig. Also für eine Alpha-Version sehr, sehr spielbar. Und ist auch recht billig zu... Warum haben wir da eine Axt? Oh, eine Iron Pick. Entschuldigung, ich verlasse mich. Ihr kennt das ja wahrscheinlich schon von mir inzwischen, dass ich mich recht leicht ablenken lasse. Ja, aber Eisen ist schon mal sehr schön. Genau, zurück zum Thema. Die Alpha-Version ist sehr, sehr spielbar, finde ich. Man kann schön erforschen, was hier zu tun ist. Es gibt schon sehr viele Sachen zum Bauen. Allein mit der Physik-Engine rumzuspielen macht Spaß. Die Jungs scheinen da sehr viel dran zu arbeiten. Es kommen recht viele Änderungen. Und es kostet nur 8 Euro. Also ich bin in der letzten Zeit ja sehr skeptisch gewesen, was solche Deals angegangen ist. Also Vorbestellungen und allgemein neue Indie-Spiele. Weil halt sehr viele Leute versuchen, einfach nur mit Geld zu machen. Die bringen ein Spiel raus, das kostet dann 20, 30 Euro, wo man dann auch hofft, dass es wirklich Gutes ist, und dann ist am Ende totale Grütze. Und hier hat man ein Spiel gleich geliefert bekommen, was spielbar ist, wo keine sehr großen Bugs sind. Die einzigen, die mich wirklich irritieren, sind die Vögel, die komisch fliegen. Und das Ganze für 8 Euro. Und dafür kriegt man später das ganze Spiel auch noch. Also ja, würde ich zuschlagen, wenn man das Geld dann so über hat und euch das Video so weit gefallen hat. Aber gut, ich höre jetzt auf zu reden und wir sehen uns gleich wieder. Oder auch nicht und bei meinen anderen Projekten dann. Also bye bye.